Kobold, Jacquest, Syrie. Lache einmal über dich. Du täuschst mich mit der Ironie deines Lächelns auf den tausend Gesichtern, die du ziehst, während du dich mit Silber bekleidest und es wieder ablegst. Bei deinem Tanz über den Nachthimmel wörtliche Bedeutung, Jacques lächeln. Manchmal können wir in den Augen derer, die uns ansehen, ein ironisches Lächeln entdecken. Herkunft: aus den Wäldern einer westlichen Region des heutigen Frankreichs. Sein eher rundlicher Körperbau verbirgt einen gutmütigen Charakter und einen großen Sinn für Humor, der ihn die kosmische Seite der Dinge unterstreichen lässt. Sein kleiner Fehler, auch wenn er es nicht so nennen würde, ist eine ausgesprochene Vorliebe für das Sammeln kleiner Dinge, die die Menschen benutzen, meist von geringem Wert und oft vergessen oder irgendwo verloren. Jacquest, Syrie bewahrt seine Schätze in kleinen, hier und da versteckten Lagern auf, wie etwa in verlassenen Höhlen oder hohlen Bäumen. Nach diesen kleinen Dingen sucht er jedoch gierig, auch wenn er es nie zugeben würde, wobei er manchmal sogar so weit geht, die Häuser der Menschen zu besuchen. Das erklärt das mysteriöse Verschwinden kleiner Dinge, dem wir manchmal zum Opfer fallen. Letztendlich sind diese kleinen Dinge seine szenischen Tricks, deren er sich mit viel Fantasie bedient, um urkomische, improvisierte Komödien auszuführen, die er jedes Mal aus seinem Repertorium auswählt. Als Meister seiner Kunst weiß er, das herzliche Lachen zu lehren, das gurgelnd wie ein Bergbach hervorbringt und sich unaufhaltsam wie ein Wasserfall ergießt, um sich ringsrum in Echos zu brechen. Botschaft: auch wenn es dir wie eine Eitelkeit von mir erscheinen mag, so ist es tatsächlich meine Aufgabe, ein Lächeln zu suggestieren, wo es fehlt, um eine allzu große Spannung aufzulockern und vor allem den Menschen beizubringen, eine schwierige Situation zu entschärfen. Wie oft verliert ihr Mensch euch in verschlungenen Labyrinthen und verirrt euch in diesen Verschlingungen, aus denen ihr die Sorglosigkeit und die Farben verbannt habt. Das Leben ist nicht nur eine unendliche Folge von traurigen Ereignissen, eine lange Prozession von Tragödien, eine unendliche Sammlung schwärzerer, zäher Dramen, vielmehr dehnt sich das Leben wunderbar in vielfarbigen Spiralen aus, die sich nach oben winden. Man muss nur ein wenig seinen Standpunkt verändern, um die Dinge anders zu sehen. Daher möchte ich dir helfen, ein bisschen weniger graue und traurige Kostüme anzuziehen, wenn dein Hang zum Drama dich dazu bringt, dich selbst maßlos zu beweinen. Erlaube dir, deinem Herzen das Geheimnis deines Gelächters zu entlocken, dann wirst du merken, wie eine neue Kraft dir Mut gibt. Vielleicht schaffst du sogar, über dich selbst zu lachen und über deine
kosmische, sauertöpfige Miene. Empfehlung. Wahrscheinlich gibt es keinen einzigen Moment im Leben, in dem wir frei sind von einer Kontrolle, die es zu interpretieren gilt. Im Gegenteil, meistens spielen wir sogar mehrere Rollen gleichzeitig. Jede dieser Rollen hat ihr Drehbuch, in dem wir meist unbewusst einmal als Hauptdarsteller, ein anderes Mal als Komparsen auftreten. Aber in jedem Fall gilt es, eine Rolle zu spielen, bei der wir allzu oft uns selbst vergessen und unsere innere Wahrheit, die Spontanität unserer Gefühle, es sei denn, wir würden uns plötzlich im Stress oder in einer Krise befinden, dann müssten wir schon einen Schritt auf uns selbst zugehen, hätten aber oft Schwierigkeiten, den Eingang zu unserer exklusiven inneren Welt zu finden. Es ist wahr, das Leben besteht uns nicht viele Waffen ruhen zu, sondern bombardiert uns oft mit Situationen, die nicht immer einfach zu bescheren sind. Und wenn wir unsere Müdigkeit bemerken, bringen wir es schon gar nicht mehr fertig, Objekte zu bleiben. Objektiv zu bleiben. Also müssen wir uns um uns selbst kümmern, müssen lernen, uns gern zu haben, ein wenig übel zugerichtet, aber von einer zarten Hoffnung belebt. Machen wir uns dann noch ein wenig schwankend, aber entschlossen, uns selbst zu suchen. Auf den Weg nach Hause, Ironie, nicht beißend, scharfer Sarkasmus ist eine gute Qualität des Geistes. Sie kann unsere Tendenz zum Theatralischen, die ständig zwischen Tragödien und Komödien hin und her schwankt, offen, aber auf feine Art entlarven. Ironie steigt in uns auf, wenn die Dinge um uns herum allzu ernst werden, sich selbst veralbern zu können, hilft uns, auch unsere Schwächen unter einem anderen Blickwinkel zu sehen. Uns gern zu haben, kann bedeuten, uns zu akzeptieren, wie wir sind, einschließlich der Fehler und unzähligen Unvollkommenheiten, wobei wir jedoch in der Lage sind, für uns selbst daran zu arbeiten, die uns eingrenzenden Gefühle zu überwinden und zu transformieren. Unsere Schwächen können zu unseren Stärken werden, wenn wir lernen, wir als Führer in unserer Entwicklung zu begreifen, an ihrem positiven Aspekt zu arbeiten, ohne uns in nutzlose Kriege gegen die zu verwickeln. Besonders gilt dies, wenn wir lernen, uns so gern zu haben, dass wir uns unsere Fehler verzeihen. Dann werden wir merken, dass es leichter ist, zu lernen, wie wir es beim nächsten Mal besser machen könnten. Es ist uns nicht mehr so wichtig, unfehlbar zu erscheinen und anders als wir sind, und allmählich verwandeln wir uns immer mehr in uns selbst.